Hallo und herzlich willkommen zum B3DV Sportstudio. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei uns dreht sich heute alles um den Laufsport. Genauer gesagt um den Nachwuchslaufsport. Hier findet am 10. Oktober der NV Citylauf in St. Pölten statt. Dabei wird der Fokus immer stärker auf die Nachwuchsbewerbe gelegt. Bei uns im Studio ist heute Daniel Stehlig vom Gymnasium Josefstraße und zwei seiner Schüler, die beim Citylauf mitmachen werden. Das ist der Max und der Alexander. Schön, dass ihr zu uns gekommen seid heute. Hallo. 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 Max, gleich an dich die erste Frage. Warum machst du beim Citylauf nächsten Sonntag mit? Also mir gefällt das Laufen und ich bewege mich gerne. Und ja, ist für mich eine tolle Sache, da mitzumachen. Alexander, ihr wart ja auch im Vorjahr bereits mit dabei. Mhm. Kannst du uns vielleicht auch ein paar Eindrücke schildern, wie das für dich so war? Also es waren sehr viele Leute dabei, vor allem Kinder. Die meisten waren ein bisschen älter als ich. Ein paar hat es auch beim Anfang, weil so viel Gedrängel war, auf hingehauen. Und einer hat sich, glaube ich, auch verletzt. Und am Schluss gibt es Medaillen und was und Geschenke halt. Das finde ich cool. Warst du zufrieden mit deiner Leistung im Vorjahr? Ja. Ja, ein bisschen Besseres hätte ich mir schon erwartet, aber eigentlich schon. Okay. Daniel, wie wichtig bzw. wie schwierig ist es, Kinder und Jugendliche in den Schulen für den Sport zu begeistern? Ja, da wir ein Sportgymnasium sind in St. Pölten, das heißt neben den normalen Zweigen Naturwissenschaften und Sprachen auch einen Sportzweig haben, ist es für uns vielleicht ein bisschen leichter, dass wir die Schüler erreichen und auch motivieren können. Aber trotzdem müssen wir jedes Jahr wieder von Neuem kurbeln und wir haben Gott sei Dank ein sehr, sehr ambitioniertes und ein sehr großes Lehrerteam, die auch die meisten Sportler, ehemalige Spitzensportler oder ehemalige Sportler sind, die im Sportgymnasium unterrichten und hier die es sehr gut schaffen, jedes Jahr die Schüler zu motivieren. Und deswegen haben wir auch beim NV Citylauf jedes Jahr an die 200 Schüler, die aus unserer Schule dort mitlaufen. Warum sind jetzt gerade beim NV Citylauf jetzt so viele Schüler aus eurer Schule dabei und nicht jetzt bei irgendeiner anderen Laufveranstaltung? Hat das einen bestimmten Grund? Ja, es ist eine jahrelange Tradition. Also wir sind schon beim NV Citylauf mitgelaufen, da war ich noch gar nicht in der Schule zum Beispiel. Also wir sind da seit den Anfängen dabei, da hat er noch gar nicht NV Citylauf geheißen. Und seitdem der Gottfried dann diese Schülerbewerbe eingeführt hat, auch mit dem Zuckerl da was gewinnen zu können, sind wir seitdem eigentlich immer dabei und versuchen da immer unsere Schüler bestmöglich zu motivieren, an dieser tollen Veranstaltung teilzunehmen. Das ist ja gesagt, Sport hat natürlich bei euch einen großen Stellenwert. Wie schaut es da jetzt speziell jetzt mit dem Laufsport aus in der Schule? Ja, wir haben eine multisportive Ausbildung. Wir haben natürlich einen Fokus auf Leichtathletik, Geräteturnen, Klettern, Skifahren, alles Mögliche. Und die Leichtathletik, da ist natürlich ein fixer Bestandteil dann das Laufen neben dem Sprint, neben dem Sprung. Haben wir natürlich auch das Laufen dabei und deswegen sind auch die Schüler im Sportgymnasium wahrscheinlich da leichter zu motivieren, dass sie in so einem Lauf auch in der Freizeit eben teilnehmen. Max, wie schaut es aus? Hast du dich jetzt speziell auf diesen Lauf dann vorbereitet oder rennt der so nebenbei mit? Ja, rennt ja nebenbei mit. Das heißt, gehst du regelmäßig laufen oder wie schaut das bei dir so aus? Ich gehe manchmal joggen, also so 5 Kilometer, es ist nicht gerade weit. Aber es macht mir Spaß. Wie schaut sonst das, Alexander? Gibt es eigentlich andere Sportarten, die du auch noch machst, neben dem Laufen? Wie schaut das aus? Ja, in der Schule machen wir Ballspiel, Handball, Volleyball, Fußball, Basketball und halt Leichtathletik. Aber selber spiele ich nur Fußball. Aber das heißt, du hast quasi Multitalente. Max, mit welchem Ziel gehst du jetzt am 10. Oktober an den Start? Also ich mag schon mein Bestes geben und so weit halt kommen, wie ich es kann. Alexander, gibt es eine bestimmte Zeit oder Platzierung, die du anstrebst? Oder einfach mal schauen, was passiert? Einfach nur mal schauen, was passiert und schauen, dass ich halt einen guten Platz kriege und gute Zeit habe. Okay, dann sage ich meinen herzlichen Dank für euren Besuch im Studio und wünsche euch natürlich alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Und wir schauen uns nun gemeinsam einen Beitrag vom NV Citylauf aus dem Vorjahr an. Bei optimalem Laufwetter und frühlingshaften Temperaturen findet die 4. Auflage des NV Citylaufs in St. Pölten statt. Wie bereits im Vorjahr wird der traditionelle Volkslauf auch heuer am Samstagabend durchgeführt. Erster Höhepunkt ist der P3DV Knirpselauf. Der Landhauskindergarten ist mit 25 Kindern am Start.
wir haben vorher riesen Action gehabt, wir haben trainiert, wir haben Probetrainings gemacht und es war eigentlich ein Riesenspaß und die Vorfreude auf die hoffentliche Goldmedaille ist natürlich da. Beim P3DV Knirpselauf absolvieren die Kinder der Jahrgänge 2008 und jünger eine 300 Meter lange Runde am Rathausplatz. Ohne Zeitnehmung und Leistungsdruck steht der Spaß im Vordergrund und am Ende erhalten alle 60 Kinder ihre Medaille. Also ich glaube, dass die Olympischen Spiele 2012 schon einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass die Kinder einfach gesehen haben, dass die Leichtathletik wirklich eine attraktive Sportart ist und ja, dass es auch Spaß macht zu laufen, zu springen, zu werfen. Vor allem der Citylauf hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Lauffestival für Kinder und Jugendliche entwickelt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl starten beim Kinderlauf für die Jahrgänge 2004 bis 2007 Mädchen und Burschen getrennt. Vor den Augen der stolzen Eltern sind über 110 junge Talente am Start. Die Bemühungen der Organisatoren in Sachen Nachwuchsförderung zeigen Früchte. Kurz nach 18.30 Uhr nehmen über 130 Läuferinnen und Läufer den Elitelauf über 5 Kilometer in Angriff. Vor den Augen von Fußballlegende Didi Ramusch diktiert Christian Steinhammer mit Startnummer 435 von Beginn an das Tempo und läuft einem souveränen Erfolg entgegen. Bei den Damen liefern sich Lokalmatadorin Michaela Zöchbauer und Marion Vera Forster zunächst ein Duell auf Augenhöhe. In einer Zeit von 14 Minuten 58 gewinnt der mehrfache Staatsmeister Christian Steinhammer mit einem Vorsprung von über 1,5 Minuten. Grund zur Freude haben auch die Veranstalter, die am Ende über eine neue Rekordteilnahme jubeln dürfen. In der Zwischenzeit haben bei uns im B3-TV-Sportstudio die Gäste gewechselt. Ich darf nun den Gottfried Lammerhuber, den Organisator des NV Citylaufs, begrüßen. Hallo Gottfried. Hallo. Und neben ihm hat der Otto Seiko Platz genommen. Er ist mit Seiko Sport Timing für die Zeitnehmung verantwortlich. Hallo Werner. Otto, gleich an dich die erste Frage. Wie wichtig ist es mittlerweile auch im Amateursportbereich auf eine exakte Zeitnehmung zurückgreifen zu können? Es ist mittlerweile total wichtig, weil in dem Moment, wo man Chip-Zeitnehmung hört, muss alles passen, von der Zehntelsekunde angefangen bis zu einem Live-Ergebnis, weil sobald der Erste im Ziel ist, möchte er natürlich auch schon sein Ranking wissen und seine Zeit wissen oder seine Platzierung unbedingt, weil man einfach sehr hohe Anforderungen mittlerweile stellt an eine Chip-Zeitnehmung. Ne? Du hast es gesagt, die Anforderungen werden immer höher, die Teilnehmer, auch die Zuschauer wollen sofort irgendwo im Internet nachschauen, via Handy, via Computer, was jetzt die genaue Zeit ist. Was steckt da jetzt wirklich an Technik dahinter, hinter dem Ganzen? Der technische Aufwand wird mittlerweile sehr gewaltig hoch, das lässt sich nicht mehr so vergleichen. Und den Anfängen der Zeitnehmung, wo man es also einfach an Lichtschranken bedient hat, es ist momentan der hat viel, dass also ein ganzer Zeitnehmungsbus als Büro ausgerüstet ist, wo also dort die ganzen Daten zentral zusammenlaufen. Von dort aus wieder ein Live-Sprecher einfach zum Sprecher geschickt wird, sodass der sofort kommentieren kann und sagen kann, wer ist jetzt drüber und wie viele Runden hat er schon fertig und was für Platzierung hat er. Und da muss wirklich alles top abgesichert sein und top funktionieren. Ne? Gottfried, Laufen und Leichtathletik, für das bist ja du bekannt. Warum setzt du beim NV Citylauf jetzt ganz besonders auf den Nachwuchs? Naja, der Nachwuchs ist unsere Zukunft, das ist klar. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten. Wir sind jetzt gut aufgestellt. Wir haben in der Leichtathletik, speziell in der Union St. Pölten, sehr viele Spitzenathleten, von Beate Schrott über Viola Gleiser, Benny Grill. Aber ja, wir denken auch an die Zeit in 2, 3, 5 Jahren. Wir wollen beständig für gute Leistungen sorgen und daher ist der Citylauf, wo viele, viele junge Talente zu sehen sind, für uns natürlich als Veranstalter ganz was Wichtiges. Wie schwierig ist es für dich, da die Schulen mit einzubinden bzw. mit vielen Startern zu motivieren? Das war zu Beginn in den Anfängen schwierig, aber jetzt hat sich da eine gute Beziehung aufgebaut. Die Schulen sind auf unserer Seite, sie wissen, wie wichtig sie uns sind. Und daher ist das fast schon ein Selbstläufer. Viele Schulen fragen schon nach, wann ist der Termin, trainieren schon hier fleißig. Und ja, wir freuen uns und wir wissen jetzt schon, dass sehr viele Schulen auch am 10. Oktober wieder am Start sein werden. Du bist ja selbst auch Lehrer. Ist es vielleicht deshalb ein bisschen leichter, der Zugang auch zu anderen Schulen? Oder
Natürlich, wir wissen als Lehrer natürlich, wie wir die Schüler ganz speziell motivieren. Und daher schaffen wir es, viele Kollegen aus benachbarten Schulen, aus Volksschulen, aus Mittelschulen, aus Gymnasien. Und es ist für uns Lehrer eine Freude, die Schüler zu begleiten, und es ist für mich als Veranstalter schön zu sehen, was hier abseits der Unterrichtszeit möglich ist. Mit wie vielen Schülern darf man in etwa rechnen am 10. Oktober? Naja, wir rechnen, letztes Jahr waren es knapp 650, das wäre wieder eine Zahl, die schön ist für uns, vielleicht 700. Es ist immer schwierig, hier Zahlen vorauszusagen, aber natürlich wollen wir uns steigern, wollen wir Qualität bieten, aber auch uns in der Quantität steigern, und daher, ja, wenn es wieder in dem Bereich ist, wäre das großartig. Da sind wir fast führend in Niederösterreich, und das ist ein Ziel für uns. Kurze Abschlussfrage. Es wird ja auf den Nachwuchs gesetzt, es gibt natürlich aber auch die Hauptbewerbe für die Erwachsenen. Gibt es da vielleicht einen Spitzenläufer oder was, der was kommen wird am 10. Oktober? Ja, wir haben schon fix Christian Steinhammer verpflichtet, vor wenigen Tagen Vizestaatsmeister über 10 Kilometer im Straßenlauf, vielfacher Staatsmeister über Hindernis bis zum Crosslauf. Christian war letztes Jahr schon dabei und auch vor 2 und 3 Jahren. Also er freut sich schon drauf, er wird die 5 Kilometer laufen, und wir freuen uns, einen Spitzenläufer präsentieren zu können. Perfekt. Dann sage ich danke fürs Kommen und wünsche euch natürlich einen reibungslosen Ablauf beim NV Citylauf am 10. Oktober. Herzlichen Dank. Danke. Und wir wechseln jetzt noch zum Handball. Hier konnten die St. Pöltener Falken durch einen Heimsieg gegen Tirol an die Tabellenspitze fliegen. Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die St. Pöltener Falken in den blauen Dressen gegen Handball Tirol in der Bundesliga den 4. Sieg in Serie einfahren. Vor rund 200 Zuschauern präsentiert sich Torhüter Wolfgang Filzwieser einmal mehr als starker Rückhalt und legt mit seinen Paraden die Basis dafür, dass die Hausherren schnell auf 7:4 davonziehen. Die Gäste aus Tirol lassen sich nicht aus dem Konzept bringen, und Daniel Sprenger bringt sein Team wieder auf ein Tor heran. In einem von zahlreichen Fehlern und Nervosität auf beiden Seiten geprägten Spiel bleibt St. Pölten das aktivere Team, und Daniel Bertl bringt die Gastgeber mit 12:7 in Führung. Tirol hat aber auch jetzt die richtige Antwort auf Lager und kämpft sich neuerlich zurück. So geht es nur mit einem Tor Vorsprung für St. Pölten in die Kabinen. Nach Seitenwechsel erwischen die Falken den besseren Start, und Neuzugang Alen Markovic kann die Führung wieder auf 2 Tore ausbauen. Tirol präsentiert sich aber weiterhin als der erwartet unangenehme Gegner, und Daniel Sprenger sorgt für den erstmaligen Ausgleich. In einer umkämpften Partie können die Hausherren in dieser Phase mit konsequenter Deckungsarbeit überzeugen. Vor den Augen von Ehrenpräsident Gunnar Prokop bringt Torhüter Filzwieser die Gäste mit seinen Paraden zur Verzweiflung, und Nicolas Velguni stellt auf 23:17 für die Falken. Neuerlich schaffen es die Hausherren nicht, den Sack zuzumachen, und Tirol kommt wieder auf 2 Tore heran. Am Ende darf sich St. Pölten aber über einen 25:23 Sieg freuen. Trainer Taki ist dennoch unzufrieden. Wir haben es halt richtig ernst genommen heute, und das hat man phasenweise gesehen. Wir sind dann wieder weggekommen auf 3-4 Tore, und dann haben wir es wieder zugelassen. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass wir nicht zu 100% dabei waren. Mit dem Sieg übernimmt St. Pölten die Tabellenführung. Tirol fällt auf den 9. Platz zurück. Das war's auch schon wieder aus dem P3TV Sportstudio. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie auch in 2 Wochen wieder mit dabei sind.